Endlich geht die Scheiße los hier. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Wir sind endlich unterwegs wieder. Schönes, geiles Wetter. Am Wochenende hat es geschneit. Ja. Und heute 16 Grad plus. Endlich darf man die Maschine rausnehmen. Unglaublich, ich freue mich so sehr. Ich probiere heute die neuen Einstellungen der GoPro aus. Ich habe hier einen ND-Filter drauf gebastelt. Ich habe eine ganz andere Perspektive, eine ganz neue Halterung. Das Mikrofon in Helm, gucken wie das sich macht. Wie die Störgeräusche sind. Boah, ist das schön, unglaublich, ey. Wow, endlich zu Hause wieder raus. Endlich rauf aufs Mofa. Hier, da liegt noch Schnee. Da liegt noch überall Schnee von vorgestern. Vorgestern mächtige Minusgrade. Es hat übelst geschneit und heute 16 Grad. Heute ist auf jeden Fall erstmal der Plan, Kollegen abzuholen. Der hat nächste Woche seine OP. Diese Woche hat er seine OP an der Hüfte. Hat letztes Jahr seinen Führerschein gemacht und ist danach kein Meter auf der Karre gesessen. Wir holen ihn heute mal ab und dann ballern wir ein bisschen die Seitenstraßen. Das wird ihm auf jeden Fall eine Freude machen, weil er die nächsten 3 Monate auch gar nicht vernünftig sitzen kann. Auf der Karre zumindest nicht. Das heißt, er kann sich jetzt keine kaufen, wenn die Saison beginnt. So soll er mal wenigstens auf dem Bock gesessen haben, ein paar Kilometer. Die Karre ist auf jeden Fall vor einer Woche vom Service gekommen. Ich glaube, ich muss nichts mehr machen. Ich denke mal, Luftdruck wird richtig sein. Normalerweise würde ich das ja kontrollieren, aber drauf heute. Vor allem, gerade wenn die aus der Werkstatt gekommen ist. Brett, dass es wieder Frühling wird. Ne? Die Leute sind schon völlig entspannt auf den Straßen. Eben gerade stand da so ein kleines Mädchen, hat vorher abgedanzt. Unglaublich, ich habe das so vermisst. Letztens habe ich ein Elektromotorrad gesehen. Also was ist letztens? Letztes Jahr schon. Aber das erste Elektromotorrad, das hat richtig Dampf gehabt. Zumindest hat es so ausgesehen. Und man hört die halt nicht, ne?
Habt ihr auf sowas Bock? Elektromotorräder? Schreibt's einfach in die Kommentare. Vielleicht findet sich ja einer, der sagt, das ist genau mein Ding. Geräuschlos durch die Gegend ballern. Und wenn die Dinger so fahren wie die Elektroautos. Wenn die Dinger so fahren wie die Elektroautos, dass sie so am Gas hängen, dann ist das schon geil. Ich meine, Motorrad hängt ja schon vernünftig am Gas, aber wenn man am Hebel dreht, dann braucht das eine Sekunde, bis es kommt. Und beim Elektroding ist, du drehst und schon ist da. So, beim Auto ist der Unterschied gravierender, aber nichtsdestotrotz ist er da. Man müsste so ein Ding mal fahren. Wir wollen ja sowieso dieses Jahr ein paar Probefahrten mit anderen Motorrädern machen. Da hätte ich schon Bock drauf, auch ein Elektromotorrad auszuprobieren. Aktiv Kebab, bester Dönermann. Ja. Yeah.